Grüß Gott, liebe Freunde des Döblinger Heimatkanals. Willkommen zur Fortsetzung unseres Films über die Kaiser Franz Josef Bahn. Hier vom Bahnhof Nussdorf aus konnte man einst Züge nach Budweis und Pilsen besteigen. Man konnte nach Prag reisen und man konnte die noblen Kurbäder Karlsbad, Marienbad und Franzisbad aufsuchen. Heute gelangen wir nur mehr an die Grenze, nach Czeskiewelenice, dem alten Bahnhof Gmünd. Alle Folgen unserer Doku-Reihe mit Dampf durch Döbling können Sie auf DVD über den Döblinger Heimatkreis beziehen. Ebenso das dazu passende Buch, in dem Sie mehr zum Thema Dampf in Döbling erfahren können. Reisen Sie nun also auf der Franz-Josefs-Bahn von der Monarchie in die Republik und erleben Sie den Aufstieg und den Niedergang dieser Bahnlinie. Ich wünsche Ihnen dazu viel Vergnügen. Von den KK-Staatsbahnen zur ÖBB. Glanz und Elend der Franz-Josefs-Bahn. Die Schienen hatten Wien erreicht. Züge fuhren ab und kamen an. Aber wo eigentlich? Denn es gab noch gar keinen richtigen Wiener Bahnhof. Nur ein Provisorium aus zwei niedrigen Holzbaracken, etwa an der heutigen Kreuzung Nordbergstraße-Tepsangasse. Ein wahrer Skandal für eine Stadt wie Wien, bemerkte das Neue Fremdenblatt. Schuld daran war der Streit zwischen der Bahndirektion und der Gemeinde Wien über den Standort des neuen Bahnhofs. Die Kaiser-Franz-Josefs-Bahn wollte ihn auf den billigen Liegenschaften am Donaukanal im Bereich der Spittelau beim Maschinenhaus der Kaiser-Ferdinand-Wasserleitung errichten. Die Wiener Stadtpolitiker aber wünschten den Bahnhof näher am Zentrum. Man raufte mit der Bahndirektion buchstäblich um jeden Meter Gleis. Schließlich setzte sich die Stadt durch und versüßte die Entscheidung durch einen kräftigen Kostenzuschuss. Man einigte sich darauf, den Bahnhof auf dem Grundstück des Palais Altan inmitten eines großen Parks zu errichten. Der Abriss des Palais löste bereits damals eine frühe Diskussion über Fragen des Denkmalschutzes aus. Große Aufregung verursachte auch die Schlägerung einer 200 Jahre alten Riesenplatane im Palaisgarten. Zum großen Missfallen der Bevölkerung wurde der Riese dem Bahnhofsprojekt geopfert. Der neue Kopfbahnhof wurde dann zwischen 1870 und 1872 nach den Plänen der Prager Architekten Anton Barvitius und Ignaz Ullmann im Neorenaissance-Stil mit zwei dekorativen Uhrtürmen errichtet. Er war mit einer zentralen Abstellgruppe, Zugförderungsanlage mit Drehscheibe und großem Halbringschuppen sowie einem Frachtenbahnhof mit Magazinen und Ladestraßen ausgestattet. Diese Aufnahmen entstanden kurz vor dem Totalabriss in den 1970er Jahren und lassen noch etwas von der alten Bahnhofsatmosphäre erahnen. Die erste Station nach der Abfahrt aus Wien war der Bahnhof Nussdorf. Bis 1898 gab es nämlich noch keinen Halt in Heiligenstadt. Denn der Bahnhof dort wurde erst im Zuge der Errichtung der Stadtbahn erbaut. Im Jahr 1900 erhielt Nussdorf dann ein großzügiges, neues Bahnhofsgebäude. Thank you.
Das Äußere des Nussdorfer Bahnhofsgebäudes hat sich bis heute kaum verändert. Dampfzüge konnte man in Nussdorf noch bis 1965 sehen, obwohl schon vorher ein Teil des Verkehrs mit Diesellokomotiven abgewickelt wurde, wie diese Aufnahme eines Pendlers mit eingewickelter 2062er zeigt. Heute dampft es in Nussdorf nur mehr anlässlich von Nostalgiefahrten. Das Kahlenberger Dorf erhielt auf Bitte des dortigen Gemeinderates ebenfalls eine Bahnstation. Den Baugrund dafür stellte die Gemeinde zur Verfügung. Neben der Bahntrasse verlief die noch unbefestigte Heiligenstädter Straße und am Hang des Leopoldsberges sind die Steinbrüche zu sehen, die auch beim Bau der Bahn genutzt wurden. Durch die 1889 neu geschaffene Stadtbahn nahm auch der Verkehr auf der Kaiser-Franz-Josef-Bahn zu, da manche Stadtbahnzüge über Heiligenstadt hinaus bis Tulln verkehrten. Deshalb wurde dieser Streckenabschnitt bis Dezember 1889 zweigleisig ausgebaut und auch ein neues Bahnhofsgebäude in Fahrtrichtung Wien errichtet. ...1970 verschwand dann das alte Bahnhofsgebäude, das dem Ausbau der Schnellstraße nach Klosterneuburg geopfert wurde. Die zur unbesetzten Haltestelle degradierte Station wurde 2004 schließlich formell aufgelassen. Noch heute erkennt man die nutzlos gewordenen Stiegenabgänge und die Betonflächen der ehemaligen Bahnsteige. Die Franz-Josef-Bahn musste im Laufe der Zeit einiges durchmachen, war ihre Gründung in der euphorischen Stimmung eines aufblühenden Eisenbahnwesens erfolgt, so leiteten der Börsenkrach von 1873 und die einsetzende wirtschaftliche Depression den Niedergang des Privatbahnwesens ein. Wie andere Bahngesellschaften auch, musste die Kaiser-Franz-Josef-Bahn zur Auszahlung der Dividenden und Zinsencoupons die staatliche Garantie in Anspruch nehmen. Mit 1. Mai 1884 wurde das Streckennetz daher verstaatlicht und den Staatsbahnen eingegliedert. Den nächsten großen Schlag ereilte die Bahn mit dem Ende des Ersten Weltkriegs und dem Zerfall der Monarchie. Denn mehr als zwei Drittel des Streckennetzes lagen nun außerhalb der neuen österreichischen Grenzen. Vor allem schmerzte der Verlust des Bahnhofs Gmünd mit den Werkstättenanlagen. Denn obwohl sie nicht in Böhmen, sondern jenseits der historischen Landesgrenzen in Niederösterreich lagen, mussten sie an die neu entstandene Tschechoslowakei abgetreten werden. Noch schlimmer wirkte sich die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg aus. Die österreichischen Züge endeten hier. Wer weiter wollte, musste mit dem Dieseltriebwagen der GSD 685 Meter bis zum Bahnhof České Velenice, dem alten Bahnhof Gmünd, fahren. In der Bausubstanz ist das alte Gebäude unverkennbar erhalten geblieben. Bei Bombenangriffen erlitt das Aufnahmsgebäude des Wiener Bahnhofs Treffer und geriet während der Straßenkämpfe im April 1945 in Brand. 1947 begann man mit einer Generalsanierung des Bahnhofs. Die schwer beschädigte Abfahrtshalle wurde abgerissen, die Uhrtürme abgetragen
und von sämtlichen Fassaden die historischen Zierelemente abgeschlagen. Der Franz-Josefs-Bahnhof war während der Besatzungszeit sozusagen auch der Brückenkopf zum Westen. Denn von hier aus erfolgte die Verbindung zwischen Wien und Salzburg in der amerikanischen Zone durch den US-Militärzug Mozart. Auch die Care-Pakete zur Unterstützung der Wiener Bevölkerung kamen hier an. Vorerst dominierte noch der Dampfbetrieb auf der Franz-Josefs-Bahn. Aber schon bald mischten sich immer mehr Diesellokomotiven und Dieseltriebwagen unter die Dampfrosse, bis schließlich die Planzüge ab 1965 ausschließlich im Dieselbetrieb geführt wurden. Nach dem Krieg war die Kaiser-Franz-Josefs-Bahn nur mehr von regionaler Bedeutung. In den 1950er Jahren wurden, wie schon in der Zwischenkriegszeit, die sogenannten Bäderzüge zu den beliebten Donaustrandbädern Kritzendorf, Greifenstein und St. Andre Wördern geführt. Die Franz-Josefs-Bahn war nun in erster Linie eine Verbindung ins Wiener Umland und ins Waldviertel. Der einzige internationale Zug, der nach 1945 hier verkehrte, war der Vindobona-Express nach Prag und Ost-Berlin, der bis zum Beginn der 1990er Jahre betrieben wurde. Um 1970 war der Wiener Bahnhof so heruntergekommen, dass die ÖBB einen Neubau planten. ...1974 schließlich wurde der alte Bahnhof abgerissen. Beim Neubau ging es offensichtlich auch um die möglichst gewinnbringende Verwertung der innenstadtnahen Liegenschaften als Bürogebäude. Das gesamte Bahnhofsgelände wurde zwischen 1977 und 1990 vollständig überbaut. Personen- und Frachtenbahnhof, die Zugförderungsanlagen sowie ein Großteil der Abstellgruppe verschwanden unsichtbar im Keller. Für die neue Bahnhofshalle wurden so wenig schmeichelhafte Ausdrücke wie Erdäpfelkeller oder Betongruft geprägt.